Eine ganz besondere Zeit heute. Ich glaube, es gibt Tage, Momente, wo man sich nicht vorbereiten kann. Und heute ist wohl so ein Tag. Jetzt, wo wir die Entscheidung getroffen hatten, nach Deutschland zu gehen, dann haben wir gesagt, wir sehen das als ein Abenteuer und wenn das nicht klappt, dann können wir immer zurückgehen. Und jetzt gehen wir zurück. Und, aber das hier war mehr für uns als ein Abenteuer. Das war 11 sehr schöne Jahre, nicht nur sportlich gesehen. Haben wir unsere Familie gegründet, beide Kinder, Linus, Thea, sind beide in Kiel geboren. Insofern gibt es ja mehrere Gründe dafür, dass Kiel wird immer in unserem Herzen bleiben. Natürlich muss ich und will ich auch die Gelegenheit nutzen, weil ein paar Dankeschön zu sagen. Natürlich erstmals an alle die Spieler, die heute mitgespielt haben und alle die, die heute in die Halle gekommen sind. Das war einfach für das mein Leben, unser Leben, was ganz Geiles. Dankeschön. Und natürlich Familie, Verwandte, Freunde, sowohl die deutsche und als die schwedische. Danke für die lange Jahre der Unterstützung. Ihr wart diejenige, die immer hervor und hat uns immer unterstützt. Das war sehr wichtig. Unsere liebe Babysitter, das war mehr als wichtig. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Natürlich auch ein Dankeschön, nicht nur an die Mannschaft hier, sondern alle THW-Mitspieler durch die Jahre. Das war schon einige. Das hat, war immer eine lustige Truppe, egal welches Jahr und egal wie das ausging sportlich. Dafür auch natürlich danke. An meinen Nachfolger Markus will ich ja nur dir und die Mannschaft und der Trainer natürlich alles Gute wünschen. Und ich sehe das genauso wie in dem Text, dass hier steht der neue deutsche Meister und dann bin ich auf der Rathausbahn. Gern von unten euch auf der Tribüne zu sehen, das wisst ihr doch. An alle dann an der Verein THW Kiel, ich kann nicht genug Dank an euch sagen für den Tag heute und für die Jahre hier. Für mich und für uns seid ihr mehr als ein Verein. Dankeschön. Alle Fans, das ist nicht nur was man heute sagt, ihr seid einfach die beste Fans und die geilste Arena, was gibt es in der Handballwelt. Das war eine Ehre hier für euch und mit euch zu spielen. Dankeschön. Sagen, jetzt kehren wir dann zurück nach Schweden. Wir sehen das für dich nicht als ein Abenteuer, aber wenn das nicht klappt, habe ich das Gefühl, dann können wir immer her zurückkommen. Und vielleicht Dankeschön, also, das war super. Wir haben euch lieb. Danke.